Die Ausstellung stellt sich eigentlich die Frage, wie wir in Zukunft leben werden und hat die These, dass wir in Zukunft möglicherweise in eingekapselten Welten leben werden. Drinnen gutes Klima, draußen schlechtes Klima. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist drinnen, wer ist draußen, was für soziale Folgen hat eigentlich so eine Welt, die auf Ein- und Ausschluss, auf gutem und auf schlechtem Klima beruht. Wir zeigen Wahrnehmungskapseln wie die Environment Transformer, Maschinen von Haus Rucker und Co. aus den 60er Jahren, so eine Art Motorradhelme, die man sich aufsetzt und die Welt plötzlich ganz anders wahrnimmt. Wir zeigen auch Wohnkapseln, also Wohnungen, die unabhängige Kapselräume sind, Überlebensräume vom Mond bis zur Wildnis. Und wir zeigen auch urbane Kapseln wie Buckminster Fuller's Manhattan Dome, das Konzept für eine Teilüberdachung von Manhattan, eine riesige Kuppel mit 2 Kilometer Durchmesser, die er 1960 schon geplant hatte, als Idee, New York mit einer Klimakapsel zu versehen. Ein ganz besonderes Experiment ist für uns der Clean Airport, ein Projekt, das wir hier gemeinsam mit der HFBK und Ant Farm realisieren. Ant Farm ist eine amerikanische Künstlergruppe. Curtis Schreier ist einer seiner Gründungsmitglieder, die in den späten 60er Jahren angefangen haben, Inflatables als Luftschutzräume zu entwickeln. Damals als Reaktion zum einen auf Vietnamkrieg, als auch auf die Tränengasangriffe der amerikanischen Nationalgarde bei den Studentendemonstrationen in Berkeley in den späten 60er Jahren. We are proud to present Clean Air Pod 2010 at the Museum für Kunst und Gewerbe here in Hamburg, Germany. We'd like to invite you to come on inside into the Clean Air Pod via the Katzenklappe style cat door. A climate capsule, by some analogy, is like the fish who, we are told, the fish doesn't know what water is because he's swimming in it. Suddenly the fish realizes what's around him and has a thing in its pea brain realizing what water is. And we, in the bottom of this ocean of air that we're living in, we realize what climate is our ocean, and that we better care about it and better good things with it. Now, doing a climate capsule is like taking climate out of context and putting it in the art museum where people can manipulate and see it. And the exhibition is looking into the future and backwards about 20 or 30 years on either side of the present, which is interesting. Die Oase 7 entstand seinerzeit auf der Documenta 5 in Kassel 1972 unter dem Aspekt, dass wir die Sehnsucht der Bürger nach Natur und nach fernen Ländern mal in Frage stellen wollten. So hatten wir hier einen Fluchtraum gebaut, der ja auch am Eingang das Schild Exit trägt, indem der die Chance, scheinbare Chance bietet, aus der normalen urbanen Situation auszubrechen. Wenn man aber durch diese Schleuse hindurchgeht, nach vorne durch das Haus vor die Fassade tritt, dann wird man zwar ganz nahe zu dieser scheinbaren Idylle von 2 Palmen und einer Hängematte kommen, sie aber nur sehen und durch die Transparenz der Kugel wieder von der Stadt eingefangen. Wir zeigen auch Ganzkörperkapseln wie das Projekt Shrink von Lawrence Miles Duff. 2 Plastikfolien, zwischen die man sich begibt und dann wird die Luft abgesaugt und dann ist man wie eine Erdnuss in der vakuumisierten Erdnussverpackung. In so einer schwerelosen Schwebesituation, kann da aber eigentlich auch nicht mehr raus. Und genau dieses Wechselspiel sozusagen von Schutzraum auf der einen Seite und Einsperrung auf der anderen Seite ist das, was uns an Kapseln extrem interessiert. Diese Kapseln hier sind riesige aufblasbare Obdachlosenzelte, die Michael Rakowitz entworfen hat, als in seiner Heimatstadt Cambridge die Stadtverwaltung angefangen hat, die U-Bahn-Schächte mit schrägen Sicherheits
Schutzdächern zu versehen, damit Obdachlose sich nicht mehr nachts, wenn es kalt ist, dort zum Schlafen niederlassen. Für uns sind diese Art von Kapseln besonders wichtig, weil das Flüchtlingsthema, also die Klimamigration, in der Zukunft eine ganz wichtige Fragestellung sein wird. Und wir werden uns in der Zukunft mit ganz anderen Formen von Flüchtlingsströmen auseinandersetzen müssen und auch dafür Konzepte, gesellschaftliche und politische Konzepte haben müssen, wie wir darauf reagieren wollen. Ich bin jetzt in La Parole. Man merkt schon, das hallt, es ist ein ganz anderer Klang. Das Interessante ist, ich nehme eigentlich nur noch meinen Kopf wahr. Mein Körper ist so wie ausgeblendet und ich befinde mich jetzt also in einer Denk- und Gedankenkapsel, in der ich sinnlich dieses Ein- und Ausgeschlossensein in Kapselwelten erleben kann. Und das ist uns ganz wichtig, dass der Besucher die Thematik der Ausstellung nicht nur sieht, sondern auch selber ausprobieren, erleben oder sich dem aussetzen kann, weil dann ist es noch viel eindringlicher, diese Fragestellung, ob wir wirklich in solchen Kapselwelten leben wollen. Ich will es jedenfalls nicht und deshalb gehe ich jetzt hier auch wieder raus.